Wildtierstation Meisterlampe in Rheinberg. Ihre Mission: verletzte Tiere, die Menschen in freier Wildbahn finden, wieder aufzupäppeln. Aber sie nehmen nur noch Eichhörnchen, Rehe und Feldhasen auf. Denn? Also seit Corona ist, werden definitiv mehr Tiere gefunden als vorher. Wir und auch andere Stationen, die wir kennen, hatten letztes Jahr ungefähr 200% Tiere im Gegensatz zu den Vorjahren. Also es war deutlich mehr und alle Stationen waren voll bis Anschlag und wussten eigentlich kaum noch, wie sie das bewältigen sollen. Über 30 Tiere sind zurzeit hier. Die meisten wurden von Menschen aus dem näheren Umkreis abgegeben. Guten Morgen, Toni. Das Ziel, die Tiere wieder so fit zu machen, dass sie alleine in der Wildnis zurechtkommen. Alle anderen Eichhörnchen, die wir ausgewildert haben, haben sich verteilt und sind weg. Und der findet es wohl gut hier und bleibt bei uns, so wie es aussieht. Jungreh Kalle ist 10 Monate alt. Rehkitze großzuziehen ist aufwendig. Dabei werden manche fälschlicherweise mitgenommen. Denn dass sie nach der Geburt alleine im hohen Gras liegen, ist ihr natürliches Verhalten. Aber manchmal ihr Verhängnis. Der, den wir jetzt gerade gesehen haben, das ist der Kalle. Der ist untypisch zutraulich für ein Reh. Dem wurde als Kitz das Ohr abgesenst bei Mäharbeiten. Und da wir immer wieder kontrollieren müssen, ob sich da Parasiten einnisten oder ob das irgendwie anfängt, sich zu entzünden, weil es natürlich die Möglichkeit besteht, dass es reinregnet, weil das Ohr nach oben Windtrichter offen ist, müssen wir an den einfach immer wieder mal ran, um den zu untersuchen. Rehmütter lassen ihre Jungen zu deren eigenem Schutz allein in Feldern oder Wiesen und kommen nur kurz, um ihnen Milch zu geben. Bitte nicht streicheln und nur anfassen, wenn das Kitz offensichtlich verletzt ist. Manuela bringt frische Weidezweige für die Eichhörnchen, Futter und Spielzeug. Durch langjährige Erfahrung kennt sie die Bedürfnisse der Tiere. Das kranke Eichhörnchen zum Beispiel oft an Koliken und Durchfall leiden. Hermann dagegen war vermutlich mitsamt dem Nest abgestürzt. Und das ist der kleine Hermann, als er hier ankam mit seinen Geschwistern. Da waren die knappe 10 Gramm schwer, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Und die sind vielleicht so ungefähr 4-5 cm lang und man hat wirklich Angst, dass man die in den Händen zerdrückt, wenn man die zum Füttern rausnimmt. Und gerade der Hermann war, ja, guck, da bist du. Und gerade der Hermann war so verletzt und so schwach, der konnte nicht trinken, dem kam die Milch direkt wieder zur Nase raus. Der hat Tropfen für Tropfen für Tropfen getrunken, da hat eine Fütterung eine Stunde gedauert, mindestens bis der einen Milliliter getrunken hatte. Den hatten wir eigentlich schon komplett aufgegeben, aber er hat es geschafft. Sind Eichhörnchen elternlos, werden sie hungrig und folgen Menschen. Einen Sturz oder Vogelangriff sieht man ihnen ebenfalls an. Sind sie verletzt, dann brauchen sie Hilfe. Nicht selbst versuchen, sondern im Internet nach Eichhörnchenhilfe in der Nähe suchen und kontaktieren. Das Aufpäppeln klappt gut mit Aufzuchtmilch für Hundewelpen. Bei uns gibt es eigentlich fast gar keinen Tag und keine Nacht, weil wir die Tiere logischerweise auch nachts füttern müssen. Und aufstehen, dass wir dann auch wirklich wach bleiben, ist dann meistens um 6. Je nachdem, wie viele Tiere wir da haben, die wir, also zum Beispiel so Baby-Eichhörnchen, muss man im 2-Stunden-Takt füttern. Da kann man sich dann vorstellen, da verläuft Tag und Nacht, da hat man einfach nur noch chronische Müdigkeit. Feldhäschen Philippa wurde von einer Katze verletzt. Deshalb bekommt sie Antibiotikum. Aber normalerweise brauchen selbst die Kleinsten keine Hilfe vom Menschen. Ein Feldhase ist ja ein Nestflüchter. Der wird sozusagen fertig geboren, also befällt mit Augen auf. Und Feldhasen werden halt dann oft entweder fälschlicherweise der Natur entnommen oder auch von Katzen oder so angeschleppt. Junge Feldhasen sind von Geburt an immer allein in ihrem Nest. Der Sasse. Die Mutter kommt erst abends zum Füttern. Darum junge Hasen nur mitnehmen, wenn die Tiere apathisch oder erkennbar verletzt oder erkrankt sind. Nach der Antibiotikabehandlung geht es der kleinen Häsin jetzt besser. Heute darf sie zum ersten Mal zu den Artgenossen ins Freigehege. Bis zur Auswilderung muss sie noch zulegen und mehr als 1 Kilo wiegen. Sonst wird sie schnell Beute von Greifvögeln. Die habe ich wirklich tagelang gekämpft und sie mit mir. Sehr knapp, dass die überlebt hat. Das ist wirklich cool, dass die es noch bis hier draußen geschafft hat. Ob zu Recht oder fälschlicherweise von Menschen mitgenommen. Hier werden sie fit gemacht. Für
Für ein Leben in Freiheit. Zwei Begriffe. Ich mach mal vor. Mhm. Zeigen. Rechts, links. Rechts, links, Mitte. Ja, aber das sind... Nein, Moment. Ach ja, ihr wisst schon, was ihr tun müsst.